Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Marketa, ich bin Yoga- und Pilates-Trainer und heute machen wir Kinetic Energy. Habt Spaß dabei und los geht's! Stellt euch hüftschmal auf eure Matte, streckt eure Arme nach oben, fächert die Finger, schaut zu euren Händen noch ganz locker und dann fängt sanft euch von Seite zu Seite rücken. Ein Arm strecken, ein Knie beugen und dann anderen Arm strecken, anderes Knie beugen. Dann atmet ein, fächert die Finger, streckt die Arme nach oben, schaut zu euren Händen, dann wendet den Blick nach vorne und mit der Ausatmung lässt eure Arme, rechten Arm nach hinten, links nach vorne, bleibt mit der Hüfte nach vorne, Blick zu linken Fingerspitzen, einatmen wieder zurück. Und ausatmen, wechselt sie Seite und dann versucht mit der linken Hüfte mehr nach vorne zu gehen als nach hinten. Atmet ein, wieder zurück in die Mitte. Ausatmen, nehmt das rechte Bein dazu, setzt den Fuß auf euren Oberschenkel. Einatmen, zurück in die Mitte, setzt den Fuß zurück. Ausatmen, dreht euch nach links. Und einatmen, zurück in die Mitte, ausatmen, Gesäß nach hinten in einer Hocke, schaut zu euren Zehen, eure Zehen sollten immer noch sichtbar sein, streckt eure Arme nach vorne und setzt euch noch ein bisschen tiefer, fächert die Finger, Blick geht zu euren Händen, nächstes ausatmen, bringt eure Arme hinter euren Kniekehlen, rollt euch rund nach oben zum Stehen, dann nehmt ein Bein nach dem anderen mit. Ausatmen, tief in die Hocke, schau nach vorne und nächstes Ausatmen, hebt das rechte Bein, Hände an das Schienbein, rollt euch rund. Atmet ein, landet tief in der Hocke, schau nach vorne, Schulter nach hinten, Wangen locker. Ausatmen, Hände an das linke Schienbein und rollt euch rund. Einatmen tief und ausatmen rund und buckelt den Rücken wie eine Katze. Knie so nah zum Oberkörper, so nah es geht. Einatmen tief, Knie zusammen, Gesäß nach hinten, Schulter nach hinten. Ausatmen in die Buckeln und einatmen tief. Mit der Ausatmung Hände an die Oberschenkel, lehnt den Oberkörper nach vorne, roll die Schulter nach hinten, Brustbein nach vorne und den Blick Richtung Decke. Und ausatmen, Kinn zum Brustkorb, rollt euch nach oben zum Stehen und dann öffnet eure Füße in eine Grätsche, Fersen nach innen, Fußspitze nach außen. Senkt die Knie nach außen, Oberkörper ganz gerade, Arme zur Seite. Atmet tief ein, mit der Ausatmung, linken Unterarm, linken Oberschenkel, rechten Arm über den Kopf und schau Richtung Handfläche. Und atmet ein, landet wieder zurück in der Mitte, streckt die Beine. Ausatmen, rechten Unterarm, rechten Oberschenkel, linken Arm über den Kopf. Und dann atmet ein, landet in der Mitte und ein bisschen dynamischer. Aus und ein und aus und ein. Achtet darauf, dass eure Knie sich nach außen öffnen. Öffnet die Hüfte, einatmen und ausatmen. Nächstes Mal, wenn ihr in die Streckung geht, streckt das eine Bein, Ferse nach außen, streckt euch noch ein bisschen mehr in die Länge. Und nächstes Einatmen, dreht euch zum gebeugten Bein, linkes Knie in meinem Fall, hebt die rechte Ferse hoch, beugt das rechte Knie kurz vom Boden, streckt eure Arme nach vorne und beginnen wir in eine Öffnung. Einatmen, öffnet die Arme zur Seite, ausatmen, zurück nach vorne. Einatmen, öffnet zur Seite, folge mit dem Blick und einatmen, zurück in die Mitte. Und dann wieder öffnen, bleibt dort, landet wieder zurück in die Mitte, ausatmen, tief. Roll die Schulter nach hinten und jetzt verbindet das in eine Öffnung mit den Beinen. Atmet ein, streckt die Beine, rotiert in die Beuge. Ausatmen, zurück in die Öffnung. Einatmen, tief und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Das vordere Knie immer noch im 90-Grad-Winkel. Lockere Wangen, lockere, weiche Lippen,
Letztes Mal, bleibt tief. Mit der Ausatmung setzt eure Hände rechts und links neben den linken Fuß. Streckt die rechte Ferse nach hinten. Streckt euren Oberkörper in die Länge. Landet ruhig an den Fingerspitzen oder nehmt euch Bücher zu Hause und legt die Hände an Bücher, falls ihr keine Yoga-Blöcke habt. Und mit der Ausatmung setzt das rechte Knie zum Boden. Und dann bringt das linke Bein zum Boden, landet im Vierfüßlerstand. Atmet tief ein, linken Unterschenkel nach außen. Rollt den Oberkörper zur Seite, streckt das rechte Bein zur Seite und den rechten Arm über den Kopf. Schiebt die Hüfte nach oben, dehnt euch zur Seite. Nächstes Einatmen, streckt rechten Arm und rechtes Bein parallel zueinander und parallel zum Boden. Atmet ein. Ellenbogen und Knie landen zusammen. Und nächstes Einatmen in die Streckung. Folge mit dem Blick die Hand. Jetzt mit Ausatmung. Ellenbogen und Knie zusammen. Triff Ellenbogen und Knie oben. Oberhalb der Taille. Ausatmen. Und einatmen in die Streckung. Und ausatmen zusammen. Und einatmen in die Streckung. Und ausatmen zusammen. Noch ein letztes Mal. Einatmen, ausatmen. Setzt das Bein auf den Boden, die ganze Fußsohle auf den Boden. Und dann versucht, euch von der linken Hand zu drücken und linkes Knie anheben. Streckt das Bein nach vorne und den Arm über den Kopf. Tief einatmen und ausatmen. Setzt euch auf den Boden. Flext beide Füße, rechte Hand, rechtes Schienbein, linken Arm über den Kopf, lehnt euch über das rechte Bein. Und dann lasst so eine Flow entstehen. Einatmen, anheben und strecken und ausatmen. Und dann atmet ein und mit der Ausatmung landet wieder hoch. Auf zwei Atemzüge. Einatmen. Und ausatmen. Und ein letztes Mal. Und dann wendet entweder die Yogi-Atmung bei der Bewegung oder atmet durch die Nase ein und durch den Mund einfach aus. Nächstes Einatmen. Schiebt das Bein wieder zurück zum Körper und versucht kurz mal anzuheben. Knie vielleicht sogar an den Oberarm. Landet mit der rechten Hand zurück. Bringt das linke Bein zurück. Rechtes Bein unter die Hüfte, linkes Bein und landet in dem Dach oder nach unten schauenden Hund. Roll die Schulter nach hinten, atmet tief ein, mit der Ausatmung. Hebt eure Fersen hoch und dann lasst die Knie kurz vom Boden landen und einatmen. Wieder in die Streckung, schiebt euch nach hinten, fächelt die Finger. Ausatmen, Knie kurz vom Boden und einatmen in die Streckung. Noch einmal ausatmen und einatmen, landet wieder in dem Hund. Lasst den Kopf locker, Schulter locker. Nächstes Einatmen, geht in kleinen Schritten wieder zurück in Mitte. Eure Matte, bringt die Füße zusammen, Knie zusammen, Gesäß nach hinten. Streckt den Körper, Arme über den Kopf. Und mit der Ausatmung lockert alles, rollt euch nach oben und schüttelt alles aus. Wieder in eine Grätsche. Atmet tief ein und mit der Ausatmung geht tief, 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 tief. Und einatmen, streckt die Arme über den Kopf und ausatmen, die Arme zur Seite, lasst die Knie nach außen. Einatmen in die Streckung und ausatmen. Letztes Mal einatmen. Und dann geht ausatmen in die Grätsche, rechten Unterarm, rechten Oberschenkel, linken Arm über den Kopf und dann streckt leicht das linke Bein, rotiert mit der Ferse nach außen, Fußspitze nach vorne, Knie über Fußgelenk, geht in die Streckung, atmet tief ein und mit der Ausatmung landet mit dem Fuß nach vorne ausgerichtet, linke Ferse anheben. Und dann geht tief in den 90-90. Und dann Arme über den Kopf. Rollt eure Schulter tief, schau nach vorne und dann bringt die Hände vor dem Körper, rollt mit den Schultern nach hinten. Erstmal einfach nur die Öffnung. Ausatmen,
öffne die Arme zur Seite und es ist ein bisschen wackelig, dann wackelt einfach an den Fußspitzen. Wenn es zu viel wird, setzt das Knie auf den Boden, macht es euch bequem. Und wieder einatmen. Oder vielleicht wähl die Variante, wo es doch wackelt. Ausatmen. Ein letztes Mal einatmen, Schulter nach hinten, Wangen locker und ausatmen in die Öffnung. Und dann einatmen, zurück in die Mitte. Mit der Ausatmung rollt euch wieder zurück, Fersen nach innen, streckt die Arme zur Seite und Knie nach außen. Einen tiefen Atemzug und dann verbinden wir die Bewegung, streckt die Beine. Ausatmen, tief, 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 tief und einatmen, zurück in die Mitte. Und ausatmen, tief, 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 schau, dass das Knie immer noch über Fußgelenk bleiben. Und einatmen, zurück in die Mitte. Und dann wieder aus, 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 aus. Und ein letztes Mal. Aus, 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 aus. 90, 90. Setzt eure Hände rechts und links neben den linken Fuß. Streckt erstmal linkes Bein nach hinten. Setzt die Hände flach auf den Boden oder an die Fingerspitzen. Schau, dass der Fuß, wenn er sich zur Seite bewegen soll, dann bewegt ihn ein bisschen zur rechten Hand. Streckt den Oberkörper lang. Roll die Schulter nach hinten, einen tiefen Ausfallschritt und ausatmen. Das linke Knie auf den Boden, das rechte Knie auf den Boden. Diesmal das Zehenspitzen aufgestellt und die Hände flach auf den Boden, Schulter nach hinten. Bevor wir zu der seitlichen Flow gehen, atme tief ein. Setz das Brustbein tief, Kopf in den Nacken mit der Ausatmung. So nach innen gewölbt, Gesäß Richtung Fersen. Kinn zum Brustkorb, rollt den Rücken rund, drückt euch von den Händen weg, hebt die Knie vom Boden und rollt euch in eine hohe Planke. Und dann noch einmal einatmen, Knie tief, Brustbein tief, Kopf in den Nacken oder schau nach vorne, Gesäß Richtung Fersen oder ganz in die andere Richtung. Kinn zum Brustkorb, rollt euch rund und dann gleich in die Planke. Rollt die Schulter nach hinten. Nächstes Ausatmen, Knie auf dem Boden. Rechten Unterschenkel zur Seite. Drückt euch von der rechten Hand weg, streckt das linke Bein. Fußsohle vollständig auf dem Boden. Und dann streckt den linken Arm in die Länge. Schau in die Handfläche, öffne den Schultergürtel. Senkt, ehe ihr so senkt, schiebt euch in die Länge, in die Höhe. Atme tief ein, mit Ausatmung, linken Arm folgt der Körperlinie und linkes Bein hebt sich hoch und dann lasst den Arm gestreckt. Nächstes Ausatmen, Ellenbogen und Knie gehen zusammen, das Kniehüfte rotiert nach oben, treffen sich oberhalbe Teile und dann einatmen in die Streckung und ausatmen, Ellenbogen und Knie zusammen, einatmen in die Streckung. Ausatmen, noch einmal einatmen und dann ausatmen. Und dann atmet ein, geht in die Streckung, setzt den Fuß auf den Boden, Arm absenken, drückt euch von der rechten Hand weg, vielleicht die linke Hand an die Taille, Fuß gut geerdet. Und dann hebt das Knie hoch und streckt das Bein nach vorne, setzt den Fuß ab. Atmet ein, setzt euren Gesäß auf den Boden, flext beide Füße. Und dann ausatmen, lehnt euch zu eurem linken Bein und öffnet zur Seite. Und dann lasst eine Flow entstehen. Einatmen, hebt euch nach oben, Handgelenk, Unterschulter, Arm über den Kopf. Und ausatmen, zum Bein hin. Und einatmen durch die Nase. Und ausatmen, gerne durch den Mund. Und das ist so eine seitliche Öffnung, so ein Flow, wenn es zu schwierig ist und euer Gesäß sich vom Boden gerade nicht abheben möchte, dann lasst den Gesäß einfach auf dem Boden und schwenkt einfach so. Es ist alles erlaubt und bei uns hier nichts verboten. Einatmen, ausatmen oder doch einatmen, hopp und mit der Ausatmung versucht. Glaub an eure eigene Kraft. Knie hoch, hoch, hoch auf den Oberarm. Andere Hand zurück. Steigt mit den Füßen nach hinten. Landet in den Hund.
lockert und nächstes einatmen. Hebt eure Fersen hoch, dein Kinn zum Brustkorb, rollt euch nach vorne in die Planke. Mit der Ausatmung, 4, 3, 2, 1, auf dem Boden. Streckt eure Füße und dann streckt eure Arme nach vorne. Erstmal den Blick zum Boden, Stirn auf den Boden. Dann atmet ein, hebt euren Oberkörper hoch. Nehmt die Hände ein bisschen mit. Rollt eure Schultern nach hinten. Eure Rippenbögen berühren den Boden. Fußrücken auf dem Boden, lasst euren Gesäß entspannt. Atmet ein, hebt den rechten Arm hoch, hebt euch etwas höher. Und ausatmen, senkt wieder tiefer. Und dann einatmen, längs hoch, ausatmen, tiefer. Dann lasst den Blick nach vorne oder zum Boden. Nehmt diagonal ein Bein dazu. Rechten Arm hoch, einatmen, linkes Bein hoch und ausatmen, tief. Und dann einatmen und ausatmen. Und das ist absolut in Ordnung, wenn der Arm und das Bein ein bisschen in die Grätsche gehen. Einatmen und ausatmen. Vielleicht geht es noch ein bisschen höher. Einatmen und ausatmen. Und dann mit der nächsten Ausatmung rollt den Oberkörper auf den Boden. Setzt eure Hände rechts und links neben dem Brustkorb. Schulter nach hinten, Bauchnabel zur Wirbelsäule. Drückt euch in die liegende, unterstützte Liegeschutz. Mit der Ausatmung geht mit eurem Gesäß Richtung Fersen. Die Knie sind hüftschmal geöffnet und großen Zehen und großen Ballen zusammen. Weiter Richtung Fersen. Und ausatmen. Rollt euch rund nach vorne. Atmet ein, streckt das Brustbein nach vorne. Und wenn das zu schwierig für unteren Rücken ist, dann bleibt eher auf einer halben Strecke in so einem erleichterten Vierfüßlerstand. Mit der Ausatmung. Kinn zum Brustkorb, runden Rücken, Gesäß Richtung Ferse. Und wenn ihr möchtet, geht mit der Einatmung so tief hoch. Und mit der Ausatmung gehen zum Brustkorb, Gesäß ruhig, Richtung Fersen. Einatmen und ausatmen. Und nächstes Einatmen. Hebt einfach nur den Oberkörper hoch, streckt die Arme gefächert an die äußeren Mattenecken, öffnet eure Unterschenkel parallel zueinander, hängt euch ein bisschen heraus, bewegt die Schulter. Nächstes Einatmen, öffnet und landet in ziemlich breithändigen Vierfüßlerstand. Öffnet eure Füße auch nach außen, stellt die Zehenspitzen äußeren Mattenecken. Meine Matte ist ziemlich breit, also bin ich richtig im breiten Hund. Und dann atmet tief ein. Rotiert mit den Fußspitzen nach innen, Fersen nach außen. Drückt euch von den Händen weg. Atmet tief ein. Mit der Ausatmung. Rechtes Knie, linke Ellenbogen geht nach vorne, rotiert zur Seite. Einatmen, in die Streckung, Hüfte öffnen. Und ausatmen, in die Rotation, einatmen und ausatmen. Und auch hier, wenn es zu viel ist, dann geht einfach mit dem linken Knie auf den Boden, rollt Knie unter Brustkorb und geht hier einfach in eine Öffnung. Knie unter Brustkorb, in die Öffnung. Noch zweimal die Variante, die für euch passt. Und dann in die Öffnung und mit der Ausatmung setzt rechtes Knie, linkes Knie auf den Boden, Zehenspitzen aufstellen, Gesäß auf die Fersen, rollt euch nach oben. Bevor wir weitergehen auf die andere Seite, atmet ein, Arme vor dem Körper. Streckt und fächert die Finger, rollt die Schulter nach hinten und dann geht einatmen nach oben. Mit der Ausatmung, runden Rücken, rollt euch Richtung Fersen. Und einatmen, hoch aufrichten. Wir bauen ein bisschen auf. Wer möchte, bleibt hier und macht einfach so sanfte nach innen rollen und in die Aufrichtung. Wer noch ein bisschen mehr Schwung möchte, geht
Gesäß auf die Fersen. Einatmen, nach vorne, Brustbein zwischen die Oberarme. Ausatmen, richtig rund. Und dann einatmen. Und ausatmen. Und einatmen. Und ausatmen. Und einatmen. Letztes Mal ausatmen. Bleib rund, bleib rund, bleib rund, bleib rund. Kinn zum Brustkorb. Rollt eine Schulter, andere Schulter noch mehr nach vorne. Und lockert und richtet euch auf. Ruckelt den Kopf, ruckelt die Schulter. Mit der nächsten Ausatmung bringt die Hände wieder rechts, links, unter den Schultern, Fingergefächer, Zehenspitzen aufgestellt und geht in den nach unten schauenden Hund. Rechtes Bein nach hinten strecken. Atmet ein. Ausatmen, hebt die linke Ferse hoch, rechten Oberschenkel hinter den linken beugt, das linke Knie geht so tief es geht. Und einatmen, in die Streckung. Ausatmen, tief. Einatmen, in die Streckung. Bleibt mit euren Schultern weit weg von den Ohren, drückt euch von den Händen und auch den Blick könnt ihr immer noch zu eurer Fußspitze lassen. Lasst den Kopf und Nacken entspannt. Und auch hier, wenn es zu viel ist, setzt das Knie auf den Boden, geht mit den Oberschenkel so hinten, einatmen in die Streckung. Versucht, eure Hüfte parallel zu lassen und auch hier in den Schultern ganz locker zu sein. Noch zweimal, ausatmen und einatmen. Ein letztes Mal, ausatmen, tief, 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 tief. Einatmen in die Streckung, mit der nächsten Ausatmung bringt rechtes Knie unter den Brustkorb, rollt nach vorne, stellt den rechten Fuß in die Mitte der Matte und den linken Fuß auch. Beugt euch rund, als ob ihr großen Ball zwischen Oberschenkel und Oberkörper hättet, einfach über die Beine, lockert den Kopf. Nächstes Einatmen, rollt euch nach oben zum Stehen. Und mit der Ausatmung, ihr bleibt auf der gleichen Seite, ich drehe mich zur anderen Seite, wieder in die Hocke, tief, 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 Arme vor dem Körper, schau nach vorne, ruckelt mit den Schultern, bleibt ganz locker, Wange, Nase und ausatmen. Hände auf dem Boden, Füße nach hinten, landet in dem nach unten schauenden Hund. Und dann atmet ein, hebt beide Fersen hoch. Und ausatmen, Knie zum Boden in den Vierfüßlerstand. Nächstes Ausatmen. Diesmal bringt euer Fußrücken auf den Boden. Wir fangen mit der Schaukel an. Gesäß Richtung Fersen. Richtet euren Oberkörper. Und dann probiert vielleicht noch ein dynamischer zu werden. Atmet ein, hebt euch hoch. Und dann setzt die Hände auf den Boden. Brustbein nach vorne, Füße zum Gesäß und mit der Ausatmung drückt euch von den Händen und zweimal auf dem Gesäß und einatmen und ausatmen und einatmen und ausatmen. Ein letztes Mal einatmen und ausatmen und einatmen wieder. Eine Hand, andere Hand, wieder. Fußspitzen nach außen, die Hände auch mattenbreit. Drückt euch von den Händen, streckt die Beine, Fersen nach hinten. In richtig breitbeinigen Hund. Sieht auch ein bisschen lustig aus. Mit der Ausatmung, linkes Knie, rechten Oberarm. Ausatmen, so nach vorne. Und einatmen, rotiert in die Öffnung. Ausatmen. Rotiert nach innen und ausatmen in die Öffnung. Und ihr könnt die Hüfte und Oberkörper drehen. Und auch hier, wenn es zu viel ist, setzt einfach das rechte Knie auf den Boden. Und ausatmen. Nach oben. Noch zweimal. Und einatmen. Ein letztes Mal. Und einatmen. Und ausatmen. Beide Knie zum Boden. Gesäß Richtung Fersen.
Bringt eure Hände hinter eurem Gesäß, streckt die Arme lang und rückelt mit euren Händen hinter eurem Rücken. Und mit der nächsten Einatmung, diejenigen, die mich kennen, wenn ihr Bücher zu Hause habt, Blöcke zu Hause habt oder vielleicht sogar an den Fingerspitzen, probiert. Füße nach vorne, einatmen, Knie anheben. Ups, und so funktioniert das nicht. Oder doch? Und dann streckt die Beine nach vorne und setzt euch. Einatmen, Füße angewinkelt, Beine, Knie, Oberschenkel parallel zueinander. Streckt euren Oberkörper lang. Mit der Ausatmung Hände an die Schienbeine, Kinn zum Brustkorb, rollt den Rücken rund nach hinten. Und dann einatmen in die Streckung und ausatmen. Nur noch einmal. Ausatmen rund und einatmen in die Streckung. Mit der nächsten Ausatmung bleibt gerade im Rücken, lehnt nur den Oberkörper nach hinten, hebt die Beine hoch, gerne die Hände unter den Kniekehlen, Unterschenkel parallel. Tief einatmen und ausatmen, geht tief. Und dann schaut zur Zehenspitze und einatmen hoch und ausatmen tief. Einatmen hoch, Rücken gerade und ausatmen tief. Und dann einatmen hoch, ausatmen tief, 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 tief. Und einatmen hoch, 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 hoch. Hände unter den Kniekehlen. Bleibt gestreckt, Beine bleiben immer noch in der Luft. Nächstes Ausatmen. Rollt euch nach hinten. Schaut, dass ihr Platz habt, dass da kein Hund, Kind, Katze liegt oder der Ehemann. Und dann einatmen, rückelt. Und ausatmen, bam, bam, bam. Vielleicht die Arme weg vom Knien. Einatmen. Wer möchte, kann die Beine strecken. Und dann wieder einatmen. Und ausatmen. Und wer noch ein bisschen mehr möchte, kann in den Jackknife fallen. Einatmen und dann ausatmen. Und einatmen und aus. Noch zweimal ein und aus. Ein letztes Mal ein und aus. Und mit der Ausatmung ein Bein, anderes Bein, Oberkörper gerade. Tiefen Atemzug ausatmen. Kurze Pause, Rücken rund, Kinn zum Brustkorb. Und dann einatmen in die Streckung, ausatmen. Wir gehen in die Side-Leg-Series. Dreht euch auf eure rechte Seite. Rechter Ellenbogen oder rechter Unterarm bleibt auf dem Boden. Ellenbogen unter der Schulter, Unterarm parallel zur kurzen Seite der Matte. Rechtes Bein angewinkelt, links gestreckt. Streckt den Oberkörper lang, lasst die Schulter locker, Kopf locker, Wangen locker. Und mit der nächsten Ausatmung Arm und Bein zusammen. Vielleicht kommen die Finger an eure Fußballen oder zu euren Zehen. Einatmen, geht wieder in die Streckung und schaut Richtung vor dem Unterarm. Ausatmen, zurück. Einatmen, rotieren. Ausatmen. Bleibt gerne in dieser Variation. Wenn ihr das ein bisschen pfiffiger und prickelnder haben möchtet, dann streckt das untere Bein und geht in die Knieposition oder sogar in die seitliche Planke. In die Streckung und dann ausatmen, Hand und Fuß, einatmen, Rotation. Und dann ausatmen, Hand und Fuß und einatmen. Und dann ausatmen und einatmen. Nächstes Ausatmen, rollt euch wieder zurück auf den Boden. Unter das Knie anbeugen und dann oberes Bein, Fußsohlen kommen zusammen. Bleib immer noch hier, Ellenbogen unter der Schulter, Unterarme auf dem Boden. Wenn es zu hart ist, rollt euch Matte nach innen oder nehmt euch eine Decke und dann bringt die Füße Richtung Körper und einatmen in die Streckung. Dann versucht die Fußinnenkanten zusammenzulassen, wenn ihr streckt. Mit der Ausatmung die Fußsohlen aneinander und wieder zum Körper hin
in die Streckung, zum Körper hin, in die Streckung. Dabei könnt ihr eine Netflix-Serie anschauen, ausatmen und einatmen. Wer möchte, bleibt hier. Wenn ihr noch ein bisschen mehr möchtet, dann geht in eine Variation. Unteres Bein anwinkeln, oberes Bein in die Streckung und dann geht. Ausatmen, hebt euch hoch, Hand und Fuß zusammen, einatmen tief. Ausatmen, einatmen, aus und ein. Wer noch ein bisschen mehr möchte, aus und ein. Beim nächsten Mal beide Beine aus und ein. Ihr ruckelt mit der Hüfte auf den Boden und nehmt ruhig die linke Hand so sanft über den Kopf. Und aus und ein. Aus und ein. Nur noch zweimal. Ein letztes Mal. Und dann wickelt beide Beine, unteres Bein nach vorne, oberes nach hinten und landet zum Sitzen. Wenn das so schwierig ist, streckt ein Bein, geht in den Schneidersitz, eine Grätsche, ihr könnt euch am besten. Und hier gehen wir in dynamische Mermaid. Fangen mit der klassischen Mermaid an. Einatmen die Arme zur Seite, streckt euch lang und mit der Ausatmung linke Hand landet auf dem Boden, rechten Arm über den Kopf. Einatmen, folge mit dem Blick und folge die Hand und ausatmen. Und einatmen. Und ausatmen. Und wenn ihr möchtet, geht ein bisschen dynamischer hin. Das heißt, einatmen. Einfach Beine anheben, rütteln und ausatmen in die Drehung. Einatmen. Und ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Noch zweimal. Und aus. Und ein letztes Mal. Und ausatmen. Und einatmen. Rotiert zurück in die Mitte. Und dann rollt euch auf euren Bauch. Ups. Nächstes Einatmen. Hebt den Oberkörper hoch. Landet mit den Ellenbogen unter euren Schultern. Unterarme parallel zueinander. Schulter gehen nach hinten in die Sphinx. Und dann beugt beide Beine, bringt die Fußsohlen zusammen und öffnet die Knie nach außen. Tiefen Atemzug, ausatmen, streckt die Arme nach vorne. Daumen zeigen zueinander, Mittelfinger prall zueinander. Roll die Schulter nach hinten, mit der Ausatmung Beine gehen hoch. Und dann ausatmen hoch und einatmen tief. Und ausatmen hoch und einatmen tief. Und schaut, was die Schultern machen. Die wollen mitmachen, lass sie hinten. Und ausatmen und einatmen. Und aus und ein. Und aus und ein. Ein letztes Mal. Aus, 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 aus. Bleib hoch, bleib hoch. Vielleicht den Oberkörper noch höher. Und ausatmen. Legt auf den Boden. Hände wie ein Kissen. Eine Wange drauf. Und dann bewegt mit eurer Hüfte. Von Seite zu Seite. So, schaukeln. Einatmen, wieder aufrichten. Dann streckt eure Arme nach vorne. Setzt die Handflächen auf den Boden. Rollt die Schultern nach hinten. Streckt die Beine parallel zueinander. Fußrücken auf den Boden. Und fängt mit kleiner Schaukel an. Mit der nächsten Ausatmung geht tief. Stirn auf den Boden. Beine anheben. Und mit der Einatmung hebt den Oberkörper, vielleicht nicht mal bis in die Hände mit. Und ausatmen, tief und Beine hoch. Bleib in der langsamen Version oder nimmt eine Dynamik an und fängt an, ein bisschen dynamisch zu schaukeln. Und hoch und tief. Hoch und dann wieder tief. Und dann landet wieder zurück. Hände neben dem Brustkorb, Zehenspitzen aufstellen. Lasst Knie auf dem Boden, wenn ihr euch etwas ermüdet fühlt. Oder streckt die Beine, hebt euch in eine Planke und mit der Ausatmung mit gebeugtem Knie genüsslich in den nach unten schauenden Hund. Atmet tief ein,
linkes Bein nach hinten strecken, mit der Ausatmung linken Oberschenkel hinter dem rechten, rechtes Knie so tief zum Boden, so tief es geht. Und einatmen in die Streckung, schieb die Schulter weit weg von den Ohren und ausatmen, tief, tief, tief. Und auch hier, sollte es zu viel sein, dann setz einfach das rechte Knie auf den Boden, geht in Vierfüßlerstand und lass den linken Oberschenkel hinter den rechten und geht tief, 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 tief und einatmen in die Streckung und ausatmen, tief, tief, tief und einatmen und noch einmal ausatmen und einatmen in die Streckung, setz den Fuß zurück und dann heb eure Fersen hoch. Mit der Ausatmung bringt wieder Knie zum Boden, Fußrücken, Gesäß auf die Fersen. Jetzt kommen eure Bücher, Blöcke oder Fingerspitzen zum Einsatz. Glaubt an euch, Schulter nach hinten. Hebt die Knie hoch, hebt die Füße vom Boden und dann streckt sie nach vorne und setzt euch tief. Schaut, dass ihr mittig in eurer Matte oder auf eurer Matte landet. Streckt den Oberkörper lang. Mit der Ausatmung rollt langsam den Oberkörper auf den Boden und streckt eure Beine hoch. Fußspitzen zur Decke. Bevor wir zu der anderen Seite kommen, zum Side-Leg-Series, ein bisschen für den Bauch. Streckt eure Arme hoch. Dann flext die Füße, dann sind die Zehen etwas näher. Mit der Ausatmung hebt euch hoch und dann versucht die Fingerspitzen auf eure Zehen dort landen und einatmen tief. Und ausatmen hoch und einatmen tief und ausatmen und einatmen, ausatmen und einatmen. Noch viermal aus und ein, noch zweimal und ein. Letztes Mal, bleibt hoch, vielleicht kommt noch ein bisschen höher, kitzelt eure großen, kleinen, mittel, die neben langen und beugt eure Beine, schaukelt ein bisschen von Seite zu Seite. Und mit der nächsten Einatmung bringt eure Beine Tabletop, untere Rücken ist flach auf dem Boden, Schambein Richtung Bauchnabel, Unterschenkel parallel zum Boden und dann streckt eure Arme zur Seite, Handflächen auf dem Boden. Mit der nächsten Ausatmung rollt auf die linke Seite und dann streckt das rechte Bein in die Länge. Und dann einatmen, zurück. Und dann schaut, dass die Schulter sich entspannen, dass der untere Rücken immer noch auf dem Boden ist. Ausatmen und in die Streckung. Einatmen, zurück. Ausatmen, in die Streckung und einatmen, zurück. Und ausatmen und einatmen. Und das könnt ihr auch zu Hause 40 Mal machen. Ihr könnt jede Übung immer auf die Pulstaste am Computer gehen und dann weiter noch mehr in den Sätzen machen. Wir machen ein letztes Mal rechts, einatmen zurück und ausatmen, Hände unter den Kniekehlen. Hebt euch nach oben, Fußspitzen auf dem Boden, Rücken gerade. Streckt eure Arme nach vorne. Und mit der Ausatmung einfach Fingerspitzen links, einatmen zurück, ausatmen Fingerspitzen rechts. Wenn ihr möchtet, bleibt dort mit den Zehenspitzen auf dem Boden. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr möchtet, hebt die Beine wieder Tabletop und aus. Ein Mitte, aus zur Seite, ein Mitte und aus zur Seite, ein Mitte und aus zur Seite. Nur noch viermal. Und die letzten zwei. Einatmen und dann auszutun, das ist in Ordnung. Und ausatmen, streck die Beine, streck die Arme über den Kopf. Roll up, roll down. Ausatmen, Kinn zum Brustkorb, roll den Oberkörper tief, 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 tief. Locker die Füße, einatmen, Arme über den Kopf. Ausatmen, Kinn zum Brustkorb, hebt euch nach oben zum Sitzen, flex die Füße. Kinn zum Brustkorb, ausatmen, rund über die Beine. Erstmal schau nach vorne, streckt die Arme nach vorne, hebt euch hoch. Und ausatmen, Fußspitzen strecken, rollt euch tief. Einatmen, Arme über den Kopf.
Ausatmen, hebt euch hoch zum Sitzen in eine Schaukel, flex die Füße und dann wieder tief. Einatmen, schau nach vorne, Fußspitzen strecken und ausatmen. Ein letztes Mal einatmen und ausatmen, hoch, 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 streckt euch lang und dann wieder rund. Schau nach vorne, streckt die Arme, kommt hoch zum Sitzen, ausatmen, Arme über die Seite und dann rollt euch auf eine Seite in die Side Leg Series. Linke Ellenbogen unter der Schulter, Unterarm parallel, Hand auf dem Boden, unteres Bein ist angewinkelt, streckt das obere Bein. Rechten Arm hoch und mit der Ausatmung geh Hand und Fußspitzen zusammen. Einatmen in die Streckung, rotiert zum Arm hin und ausatmen. Bleib bei der Variation oder geh ein bisschen höher. Eine Zwischenvariation ist auch auf dem Knie zu bleiben. Beim nächsten Mal könnt ihr Knie auf dem Boden zu lassen. Bein streckt nun hier hoch und in die Streckung. Und ausatmen und einatmen. Und wer möchte, geht noch eine Spur weiter, streckt das untere Bein, hebt hoch und dann wieder ausatmen. Und einatmen in die Streckung. Nur noch einmal ausatmen und einatmen. Und dann rollt euch tief, die Beine anwinkeln, streckt den Oberkörper lang, ihr balanciert auf eure linken Hüfte und mit der Ausatmung in die Streckung, lasst die Fußinnenseite zusammen und einatmen zum Körper hin. Und dann versucht in der Mitte so einen Zug zu erzeugen, sodass die Bauchmuskeln arbeiten in die Streckung und dann wieder anbeugen in die Streckung. Für diejenigen, die dort bleiben möchten, bleibt ruhig dort. Für diejenigen, die ein bisschen mehr möchten, fangen wir mit dem Bein auf dem Boden. Unteres Bein angewinkelt, oberes Bein in die Streckung. Ausatmen, wieder Finger und den Fuß berühren, einatmen und ausatmen und einatmen. Aus und ein. Und wenn es noch ein bisschen mehr sein darf, dann geht ausatmen, beide Beine und einatmen. Und aus und ein. Und aus und ein. Nur noch einmal. Und ein letztes Mal. Und in die Streckung. Und dann winkelt beide Beine einfach an. Rollt euch nach oben in die Mermaid. Nehmt die Position, die für euch passt. Und dann streckt euren Oberkörper in die Länge, streckt die Arme zur Seite. Mit der Ausatmung, rechte Hand auf dem Boden, links über den Kopf. Und mit der Einatmung, lasst den Arm zurückgehen, folge mit dem Blick zur Hand. Und ausatmen, anbeugen und einatmen. Ein letztes Mal ausatmen und einatmen. Wenn ihr möchtet, bleibt dort. Oder geht in die dynamische Version. Beim nächsten Ausatmen hebt die Unterschenkel, lasst die Hände auf dem Boden und dann geht in die Rotation. Ob ihr obere Hand über den Kopf oder beide auf dem Boden oder Beine ablegt, das dürft ihr entscheiden. Schaut, was sich besser anfühlt. Ein letztes Mal. Einatmen, landet in der Mitte, rotiert euch zurück in die Mitte und dann bringt beide Beine erstmal nach vorne in die Streckung, streckt die Fußspitzen, streckt eure Arme zur Seite, rollt eure Schultern nach hinten, lasst kurz mal so Welle, lockern den ganzen Körper. Wir haben noch ein bisschen was vor. Mit der Ausatmung schiebt wieder Füße zum eurem Gesäß, landet quer auf der Matte, rollt eure Schulter nach hinten und dann rollt euch auf den Boden. Streckt eure Füße nach oben. Diesmal öffnet eure Knie nach außen und bringt eure Fußsohlen zusammen. Das, was sich bewegt, sind die Oberschenkel zum Oberkörper. Die Arme ruhig zur Seite. Mit der nächsten Ausatmung lasst Fußsohlen zusammen, der Frosch, und dann streckt die Beine.
Und mit der Einatmung, hier gehen Oberschenkel zum Oberkörper. Mit der Ausatmung in die Streckung. Ihr könnt euch auch mit den Händen helfen. Zum Oberkörper und in die Streckung. Und ausatmen. Die Unterschenkel bleiben nach oben zur Decke gestreckt. Und dann strecken. Und dann wieder zum Körper hin. Strecken und anbeugen. Und strecken und anbeugen. Noch viermal. Und anbeugen. Nur noch drei. Die letzten zwei. Ein letztes Mal anbeugen und dann streckt die Beine nach oben, lockert sie, lockert wieder den ganzen Körper. Atme tief ein mit der Ausatmung, Hände unter den Kniekehlen, nehmt euch einen Schwung und landet wieder zum Sitzen. Beine angewinkelt, rollt eure Schulter nach hinten. Atme tief ein, streckt das rechte Bein in die Länge. Greift mit der linken Hand unter der rechten Kniekehle und dann lasst den rechten Arm nach hinten sich strecken. Und dann geht noch ein bisschen mehr in die Streckung. Und wenn sich das Bein anbeugen möchte, beugt an. Eventuell streckt die linke Hand und greift auf die rechte Fußaußenkante. Bleib in der Drehung. Und nächstes Einatmen. Ferse zum Gesäß, rundet den Rücken rund. Und wir lassen so eine Flow entstehen. Einatmen in die Streckung drehen. Ausatmen nach innen. Einatmen in die Streckung und ausatmen. Und einatmen und ausatmen. Noch zweimal einatmen und ausatmen. Ein letztes Mal. Und aus. Und nächstes Einatmen. Ein bisschen Kraft braucht ihr. Eventuell bleibt mit den Händen auf dem Boden. Streckt das linke Bein, Fußgeflex. Und dann bewegt euch ein bisschen Höhe und Tiefe. Höhe und Tiefe. Eventuell streckt einfach die linke Hand an die Fußspitze und geht Höhe und Tiefe. Und Höhe und Tiefe. Höhe und tiefer. Wer möchte, kann ausprobieren. Beide Hände an den Fuß und dann hier höher und tiefer. Und höher und tiefer. Ein letztes Mal höher und tiefer. Und dann setzt euch wieder auf den Boden. Lockert beide Beine. Rollt eure Schulter nach hinten. Streckt den Oberkörper lang. Ruhig übertreibt mit dem Brustbein nach vorne. Ausatmen locker. Rollt euch auf den Rücken. Bringt die Beine 90 Grad Winkel, atme tief ein, die Hände kommen wieder unter den Kniekehlen. Mit der Ausatmung rollt eure Schulter nach hinten, nehmt euch einen Schwung und dann versucht, hier zu landen auf den Füßen, eventuell Hände neben der Hüfte, Gesäß anheben oder sogar hopp und dann ohne Hände in die Hocke. Und mit der nächsten Ausatmung landet in der Hocke, Hände nach vorne, streckt die Beine, beugt, lockert ein bisschen und dann steigt mit euren Füßen nach hinten. Ein letztes Mal in den Dach, rollt eure Schultern nach hinten, Fersen zum Boden. Und mit der nächsten Ausatmung bringt das linke Knie zum Boden, linken Unterschenkel nach außen, streckt noch einmal, rechtes Bein zur Seite. Streck diesmal den rechten Arm in die Länge und mit der Ausatmung geht mit dem rechten Fuß nach vorne, vielleicht parallel zum Boden und mit der Einatmung wieder parallel. Ausatmen nach vorne und einatmen parallel und ausatmen nach vorne und einatmen. Ein letztes Mal und diesmal setzt deinen rechten Fuß auf den Boden. Linke Unterschenkel zurück und landet hier auf dem linken Knie. Mit der nächsten Ausatmung, rechte Hand, rechten Oberschenkel, linken Arm über den Kopf, geht in die Streckung und bleibt mit dem Blick da, wo er hin soll. Wenn er zum Fuß möchte, lass ihn dort. Einatmen zurück
Und ausatmen in die Schaukel. Einatmen in einem Zug. Ausatmen. Noch einmal einatmen. Und ausatmen. Nächstes Mal einatmen. Landet in der Mitte. Rechten Fuß nach vorne. Und dann senkt ein bisschen in der Hüfte. Ruhig krabbelt mit dem Fuß nach vorne, senkt in der Hüfte, Hüfte parallel. Rechter Fuß, linker Fußrücken auf den Boden, Schulter tief. Wer möchte, geht noch ein bisschen tiefer. Unterarme auf den Oberschenkel. Dann atmet ein, streckt das vordere Bein. Fingerspitzen, Blöcke, Bücher unter den Händen, je nachdem, was ihr braucht. Rechte Hüfte nach hinten, links nach vorne, dass sie parallel sind. Fußspitze anheben, Schulter nach hinten. Dann vielleicht lockert den Körper über das Bein. Und wenn ihr euch bewegen möchtet, dann bewegt, vielleicht wippt. Nächstes Einatmen, Fußsohle auf dem Boden, Hände von innen, landet wieder in den Vierfüßlerstand. Handgelenke unter den Schultern, Knie unter der Hüfte, Füße parallel ausgestreckt. Und dann rotiert mit dem rechten Unterschenkel nach außen. Geht in die Streckung, linken Arm über den Kopf, linkes Bein parallel. Und mit der Ausatmung geht Fußspitze nach vorne. Und mit der Einatmung zurück in die Streckung. Und ausatmen nach vorne. Und dann versuch hier mehr aus der Mitte zu ziehen. Hier zieht sich zusammen, geht das Bein nach vorne und mit der Einatmung geht in die Streckung. Ausatmen, einatmen und ausatmen. Setzt den Fuß auf den Boden, rechten Unterschenkel zurück und dann streckt euch nach oben, landet in dem Kniestand und mit der Ausatmung linke Hand, Oberschenkel, rechten Arm über den Kopf in die Streckung. Einatmen zurück und ausatmen. Rechte Hand zum Boden, links über den Kopf. Und in einem Atemzug einatmen und ausatmen. Und einatmen und ausatmen. Und immer noch ist Schulter über Handgelenk. Einatmen, ausatmen. Ein letztes Mal einatmen in die Neigung mit der Ausatmung. Rollt euch hoch, linken Fuß nach vorne und dann landet, krabbelt ruhig mit dem Fuß ein bisschen nach vorne. Gleich die Hüfte, lehnt euch tief, Fußrücken auf den Boden und Arme auf den Oberschenkel. Schulter locker. Nächstes Einatmen, rollt euch zurück. Bleibt mit der Hüfte möglichst auf der gleichen Ebene, flext den Fuß. Schaut, wo die Hände kommen. Eine Variante ist auch, die Hände an den Oberschenkel sanft absetzen, lass das Knie angebeugt, wenn sie gar nicht zum Boden kommen. Sonst geht tiefer, streckt den Oberkörper lang, lass den Fuß geflext. Tiefen Atemzug, linke Hüfte nach hinten und mit der Ausatmung vielleicht etwas tiefer mit dem Oberkörper. Ganz gechillt. Einatmen, aufrichten. Ausatmen, Hände von innen, Beine hinten. Aus dem Vierfüßlerstand einfach Gesäß über eine Seite. Landet im Schneidersitz, Grätsche, ein Bein angewinkelt. Das, was für euch bequem ist. Rollt die Schulter nach hinten, streckt die Arme über den Kopf. Atmet tief ein. Mit der Ausatmung gehen die Arme zur Seite, Handflächen sind zum Boden. Und mit der nächsten Ausatmung kreise. Und diesmal ohne Blöcke, ohne jegliche Gewichte. Falls jemand ein bisschen mehr für die Oberarmmuskulatur machen möchte, auch nehmt euch die Kinder auf die Hände, die Hunde auf die Hände. Und dann nach vorne. Und dann bleibt lang in dem Oberkörper. Gesitz, Beinhocker sind auf dem Boden und ausatmen, absitzen. Kopf locker und dann streckt die Arme noch einmal zur Seite. Diesmal lasst die Handflächen nach vorne, Daumen, so, I like it, nach oben.
Finger gefächert und ausatmen. Schaut zu euren rechten Daumen. Roll das Kinn über die Mitte und schau zu dem linken Daumen. Und dann einfach so rollend nach rechts. Und rollend nach links. Man landet wieder in der Mitte. Die Arme absenken. Und zum Schluss hebt euch auf eure Sitzbeinhöcken, Hände unter der Kniekehle. Streckt noch die Beine nach außen, versucht den Oberkörper zu strecken und dann bringt die Fußsohlen zusammen. Und einatmen, ausatmen. Für diejenigen, die nicht mehr in die Bewegung gehen möchten, bleibt dort. Für diejenigen, die noch den Seehund machen möchten, landen mit den Füßen auf dem Boden. Immer was zum Lachen. Hände von unten. Entweder auf euren Schienbeinen, Waden oder auf euren Fußrücken. Bringt eure Fußsohlen zusammen, dreimal klatschen, 1, 2, 3, rollt euch nach hinten und 1, 2, 3 und dann wieder 1, 2, 3, rollt euch nach hinten, 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Wer laut klatschen kann, klatscht laut. Noch einmal, 1, 2, 3 und dann allerletztes Mal, 1, 2, 3. Setzt eure Füße auf den Boden, landet wieder in einem bequemen Sitz und dann stell die Hände vor dem Körper. Wenn sie gar nicht mit gestrecktem Rücken nach vorne kommen, dann lass sie einfach hinter eurem Gesäß. Streck den Oberkörper lang. Ansonsten versucht dort zu landen. Atme tief ein, dann krabbelt noch ein bisschen mehr nach vorne. Locke den Kopf. Dann rollt euch wieder zurück. Noch einmal 90-90. Rechts und links. Für diejenigen, wo es bequem ist, streckt das Bein und bleibt einfach nur mit den Händen hinten und geht einatmen in die Streckung und ausatmen in die sanfte Drehung. Für diejenigen, wo es so funktioniert, linke Hand nach hinten, linkes Bein angebeugt und dann geht einatmen, hebt euch nach oben und mit der Ausatmung in die Rotation. Geht möglichst sanft in die Bewegung. Wir sind schon beim etwas abkühlen, ein sanftes Slowdown, weiche Bewegungen. Ein letztes Mal. Und zurück. Und einatmen über die Mitte. Ein Bein nach dem anderen, mit oder ohne Hände. Das, was für euch passt. Und dann geht wieder. Rechte Hand nach hinten, rechtes Bein angebeugt, linken Arm über den Kopf. Und dann rotiert in nach links. Einatmen in die Streckung und ausatmen. Noch zweimal. Und ein letztes Mal. Und zurück. Und dann bringt eure Füße nach vorne. Kuschelt euch in so ein kleines Bäckchen. Umarmt euch selber, wenn es keine jetzt tut. Stirn zum Knie. Rücken rund. Und atmet ein. Hebt den Kopf. Lasst die Schulter tief. Hände neben der Hüfte. Ein Fuß nach dem anderen. Finde den bequemsten Weg nach vorne. Lass den Oberkörper noch kurz mal sich aushängen. Nächstes Einatmen. Rollt euch nach oben zum Stehen. Und dann nehmt die Arme mit und streckt die Hände zum Decke. Und erstmal regelt euch ein bisschen hin und her, rüttelt. Und wenn ihr gute Musik habt, dann lässt etwas Nettes spielen. Geht so ein bisschen mehr in weiche Bewegung. Lasst die Arme nochmal von Seite zu Seite. Und dann über den Kopf und sanft absetzen. Einen tiefen Atemzug geht in die Streckung. Und mit der Ausatmung ein Arm. Anderen Arm. Dankeschön. Namaste.